Hallo und herzlich willkommen bei unserem Webinar Lebe, was du liebst, in 10 Schritten deinen Weg konsequent gehen und deine Ziele erreichen. Ich freue mich über die Teilnahme und wir steigen auch jetzt gleich sofort in das Webinar ein. Ihr könnt noch mal einmal kurz überprüfen, ob ihr gut hören könnt. Falls mit der Lautstärke etwas nicht stimmen sollte, einmal kurz in den Chat hineinschreiben, ob alles soweit gut zu hören ist. Und ansonsten starten wir dann auch sofort. Lebe, was du liebst. In 10 Schritten deinen Weg konsequent gehen und dein Ziel erreichen. Bei mir geht es im Webinar darum, wie du deinen Traum lebst. Und was ganz wichtig ist, die Zielsetzung sollte nie aus dem Verstand herauskommen. Natürlich brauchen wir auch den Verstand, um dann in die Aktion zu kommen. Da gehe ich später noch drauf ein. Aber letztendlich ist, wenn wir halt wirklich eine Sogwirkung erzielen wollen, ganz wichtig, dass das Ziel, die Zielsetzung aus dem Herzen herauskommt. Auch da gehen wir später noch drauf ein, deswegen einfach nochmal schon mal zu dem Einstieg zur Erinnerung. Ein Herzensweg wird mich entsprechend auch leiten, wenn ich nur zum Beispiel ein Statusziel erreichen möchte, ein Auto kaufen oder was auch immer, dann sieht das Ganze schon anders aus. Aber ich denke, es wird klarer, wenn wir jetzt Schritt für Schritt einfach einsteigen. Der erste Schritt ist immer herauszufinden, wer im Inneren deines Wesens wirklich bist, im inneren Kern letztendlich. Ich habe das Ganze jetzt mal bildlich dargestellt, damit wir nicht so viel Text haben. Das ist dann für das Gehirn auch immer etwas aufnahmefähiger, als wenn wir hier nur mit Text arbeiten, mit Textfolien. Es geht also darum, erstmal um die Selbstliebe. Erst wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, wenn wir selbst wichtig bist, wirst du auch konsequent an deiner Zielerreichung dranbleiben und vielleicht sogar auch erstmal überhaupt bei der Visions- und Zielfindung deine eigenen Wünsche auch berücksichtigen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil was passiert, wenn ich mich nicht in den Mittelpunkt stelle, dann berücksichtige ich eher die Wünsche vielleicht meines Partners, meiner Familie und stelle meine eigenen Wünsche zurück. Und das ja überhaupt jetzt nicht Sinn und Zweck, wenn ich das herausfinden möchte, was ich halt lieben und leben möchte. Und deswegen ist ganz wichtig, ich muss mich selbst in den Mittelpunkt stellen. Es ist halt so, dass die meisten Menschen eher einen durchschnittlichen Selbstwert haben. Selbstwert für Selbstliebe praktisch eine Korrelation. Und es geht eben darum, dann auch herauszufinden, dass ich, wo stehe ich überhaupt, sage ich mal, von meinem Selbstwert. Das ist mal ganz einfach, wenn man sich einmal bewusst macht auf der Skala von 1 bis 10, wobei 10 der höchste Selbstwert ist, 1 der niedrigste. Wo würde ich mich spontan, ohne jetzt großartig darüber nachzudenken, mich einordnen? Vielleicht macht es einmal spontan für euch, jetzt gerade auch hier im Webinar, einmal ganz spontan entscheiden, liegt er eher bei 5, liegt er eher bei 7, habe ich einen sehr hohen oder eher niedrigen Selbstwert? Ganz gut erkennen kann man das immer so als Übung, wenn ich einfach mal im Stillen zu mir sage, ich liebe mich. Bei vielen entsteht da schon eine kleine Ablehnung. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass es mit dem Selbstwert nicht so hoch dasteht. Vielleicht habt ihr für euch eine Zahl gefunden. Ansonsten könnt ihr es ja auch später für euch nochmal reflektieren oder wer im Online-Kurs auch teilnehmen wird, auf den ich später noch komme, den ich kostenfrei zur Verfügung stelle, um den Weg für mich zu gehen, habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, das Ganze in Übung zu bearbeiten. Ein weiterer Punkt, ganz wichtig als Basis, ist, dass ich mich so annehme, wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen. Das hat natürlich auch wieder mit Selbstliebe zu tun. Und das fällt auch vielen Menschen schwer. Da komme ich auch noch drauf, warum das so ist.
Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, mal zu üben, sich eben so anzunehmen, wie ich bin. Aus meiner Sicht ist jeder Mensch einzigartig und individuell genauso richtig, wie er ist. Es wäre genauso, wenn wir jetzt alle gleich eineige Siamese-Zwillinge wären, dann wären wir alle gleich, sind wir aber nicht. Jeder Mensch hat seine Einzigartigkeit und das ist auch ganz wichtig, wenn wir nachher zur Berufung kommen, zur Zielsetzung. Und da wir alle unterschiedlich sind, ist es eigentlich recht einfach, auch sich so anzunehmen, wenn ich das mal so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachte. Denn wenn ich in den Wald reingehe, ist ja auch nicht jeder Baum wie der andere, sondern jeder Baum an sich ist individuell. Und genauso ist es mit uns Menschen letztendlich nicht anders. Und wie kann ich es auch am einfachsten für mich annehmen, akzeptieren, indem ich aufhöre, mich mit anderen zu vergleichen? Was passiert dann, wenn wir uns anpassen, wie andere halt sind, nicht wie wir halt selbst sind, nicht authentisch in Übereinstimmung mit uns selbst leben? Wir schlüpfen in Rollen, setzen uns Masken auf, die gar nicht zu uns gehören und dementsprechend wird sich auch die Situation, ich komme auch nochmal zum Thema Resonanz und Anziehung, draußen auch im Außen sich verhalten. Ja, ich ziehe vielleicht ganz andere Situationen in mein Leben, die ich gar nicht möchte, weil ich eben nicht so wie ich bin, sondern meine, mich anders verhalten zu müssen. Wenn ich also dafür sorge, für meine Selbstliebe, mich annehme und akzeptiere, wie ich bin, meine Rollen und Masken fallen lasse, die eben nicht zu mir gehören, nicht in Übereinstimmung mit mir selbst, wenn nur dann kann ich in Freiheit auch leben. Und derjenige, der vielleicht da schon auf dem Weg ist und das eine oder andere losgelassen hat, kann das sicherlich bestätigen. Denn es gilt letztendlich, authentisch und in Übereinstimmung mit sich selbst zu leben, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist für uns eigentlich das Fundament. Und was uns eventuell daran hindert, da kommen wir dann im zweiten Schritt gleich noch zu. Der weitere wichtige Kern ist für mich, letztendlich habe ich eigentlich ein Drei-Phasen-Schema, mit dem ich arbeite, wenn ich Ziele verfolgen möchte, das Leben zu leben, was ich liebe. Einmal, wie gesagt, den Kern Selbstwert, Selbstliebe, sich anzunehmen, wie ich bin. Und das Zweite ist dann letztendlich, die Potenziale stecken in mir. Wenn ich auch vielleicht nicht nur ein kleines Ziel erreichen möchte, sondern auch meine Berufung finden und auch leben möchte, dann ist ganz wichtig zu wissen, dass jeder Mensch irgendetwas ganz besonders kann. Auch da gehen wir im Online-Kurs dann später drauf ein. Und es gilt eben herauszufinden, was du an Einzigartigem beherrschst. Es gibt vielleicht, sage ich mal, tausende von Coaches oder tausende von Beratern, Marketern, was auch immer, ja. Aber jeder kann irgendetwas Einzigartiges. Und wenn es etwas ist, was aus deinem Herzen kommt, wirst du auch entdecken, was du am besten kannst. Und das gilt es auf jeden Fall zu entdecken. Das ist so ein wichtiger Punkt auch, dass du die Sogwirkung darstellst, von der ich in der Einleitung zur Einladung gesprochen habe. Das hat auch ein Stück weit mit meine eigene Weisheit zu tun, auch wieder anzunehmen, dass ich eben mich unterscheide von anderen, das ist gerade auch wichtig. Ja, ansonsten bin ich wieder in der Regel zwangsläufig in der Anpassungsfunktion, in Rollen reinzurutschen oder Masken reinzurutschen. Das heißt, es geht wirklich darum, herauszufinden, was du am besten kannst und was dich innerlich antreibt, innerlich bewegt, was vom Herzen kommt. Da vielleicht auch nochmal, oft ist es also so, dass wir glauben, bestimmte Dinge kann ich gar nicht tun. Ja, meinetwegen, ich habe einen Herzenswunsch, ich möchte eine Weltreise machen, habe aber Familie mit Kindern und denke, es ist gar nicht möglich, muss warten, bis alle außer Haus sind, meinetwegen das Studium noch bezahlt haben. Ja, und dann ist es vielleicht auch schon zu spät. Deswegen schiebe dir Wünsche und Herzensziele nicht nach hinten, sondern geh einfach mal in dich, in den Weg hinein, den ich hier als Anleitung auch gebe. Wie kann ich es umsetzen? Was kann ich tun?
Wir haben hier, ich gehe jetzt zum Schluss drauf ein, eine ganz klare Zielrichtung, wie ich von der Herzensfindung über die Vision die Hindernisse aus dem Weg räume und das Ziel erreiche. Und das kann ich entweder für kleine Ziele tun oder ich kann es wirklich für ganz große Ziele tun. Und es ist ganz wichtig, am Anfang sich nicht gleich mit, genau wie man es im Brainstorming halt macht, nicht gleich zu sagen, wenn eine neue Idee kommt, das kann ich sowieso nicht, das geht nicht, ich muss das und das, sondern es geht immer darum, erstmal die Idee stehen zu lassen. Ja, erstmal alles als möglich zu betrachten. Was ich ja hinterher realistisch angehe, das ist ein ganz zweiter Schritt. Aber wenn ich mich von vornherein in der Ideenfindung, in der Visionsfindung einschränke, in der Kreativität, dann werde ich auch nicht auf den Punkt kommen, der mich wirklich begeistert und der meine Berufung ist. Das heißt, es geht herauszufinden, was du wirklich willst und auch dich selbst zu leben. Was meine ich damit, dich selbst zu leben? Es geht darum, in Übereinstimmung mit dir selbst zu leben. Wenn wir also herausgefunden haben, wer wir sind, was wir können und wollen, dann geht es wirklich darum, in der Umsetzung, da sind wir praktisch schon auf dem Weg, auch dann unseren Herzensweg zu verfolgen und immer in Übereinstimmung mit uns selbst zu handeln. Ansonsten sind wir nicht auf unserem Herzensweg, ja, auf unserem Lebensweg, den wir wirklich erreichen wollen, der von innen uns antreibt und motiviert. Wenn ich mir Ziele im Außen suche, ist eine ganz andere Vorgehensweise, als wenn ich wirklich mein Herzensziel, meinen Lebenszielen folge. Ich habe euch mal hier einmal kurz meine Vision und Lebensziele aufgezeigt, die mir meine Leitfaden sind in meinem Leben. Und bei mir ist eben, dass meine Berufung, Menschen begleiten als Coach, ihren Traum zu leben, das Leben zu leben, was sie lieben. Dann authentisch in Übereinstimmung mit mir selbst zu leben, das ist für mich das absolute A und O. Das ist selbst für mich ein wichtiges Lebensziel. Und das gilt immer wieder auch zu üben, weil man schnell immer in alte Muster hineinfällt. Ein drittes Ziel ist für mich, mit mir selbst und meinen Freunden und der Familie bewusst das Leben zu genießen. Auch das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, dass man eher im Autopiloten durch das Leben rast, selten in der Gegenwart ganz bewusst das Leben lebt und genießt. Dafür hilft mir zum Beispiel die Achtsamkeit, wo ich ja auch einen Kurs für anbiete, zu überhaupt mal wieder in das bewusste Handeln zu kommen. Aber auch da gehen wir noch drauf ein, was das bedeutet. Dann ist für mich noch ein Herzenswunsch auf jeden Fall auch ein Haus am See. Das muss jetzt kein Riesenhaus sein, das kann eine Hütte sein, was auch immer sich ergeben wird. Ich arbeite da bereits dran. Werden wir sehen, was sich da entwickelt. Und im Mittelpunkt steht für mich lebenslanges Wachstum. Für mich gehört persönliche Weiterentwicklung ein Leben lang dazu, das werden wir nie auslernen. Habe immer wieder Herausforderungen, vor allem, wenn ich jetzt hier meine Ziele auch sehe, authentisch in Übereinstimmung mit mir selbst zu leben. Das hat ja auch mit Selbstliebe, mit Überprüfen alter Muster zu tun, diese loszulassen. Das ist eben eine ständige Herausforderung und meine alten Muster werde ich nie komplett los. Deswegen gilt es immer wieder auch zu überprüfen und zu schauen, in welchen Situationen verhalte ich mich authentisch und wo bin ich vielleicht wieder unbewusst im Autopiloten unterwegs und habe noch zu lernen und hier mich weiterzuentwickeln. Es ist also wichtig, ein Ziel zu finden, das dich begeistert und dein Herz berührt. Wie gesagt, es muss aus dem Herzen herauskommen. Wenn wir für uns das entdeckt haben, dann gilt es natürlich in die Visionsfindung zu gehen. Das ist mal der erste Schritt, wenn wir Ziele erreichen wollen. Da ist ganz wichtig, ehrlich zu sein, sich selbst gegenüber. Und wir brauchen die entsprechende sogenannte intrinsische Motivation von innen heraus. Das heißt, wenn wir ein äußeres Ziel verfolgen, wie zum Beispiel vielleicht ein neues Auto sich anzuschaffen, weil der Nachbar vielleicht ein neues Auto hat und unseres kleiner, wir wollen da mithalten wollen, ja, dann wäre es für mich eher so ein äußeres Ziel, wo es nicht unbedingt sein muss, dass man die Motivation dem standhält. Und da sind wir auch nicht ehrlich uns selbst gegenüber, es ist ein reines Statusdenken. Das hat mit Sicherheit nichts mit einem Herzensziel zu tun. Außer
Das ist wirklich ein Traumauto, was es nichts mit dem Nachbarn zu tun ist, was ich mir immer schon mal anschaffen wollte. Nehmen wir an, ich möchte irgendeinen alten Oldtimer fahren, ja, und dem ist dann mein Lebensende. Das berührt einfach mein Herz. Ich bin vielleicht einfach so ein Fan, würde vielleicht selber sogar mir den Oldtimer wieder zurechtbasteln. Das ist natürlich schon ein Herzensziel. Das heißt, hängt immer davon ab, wie ich mein Ziel, das Ergebnis auch bewerte. Also ganz wichtig, ein Herzensziel soll es sein. Wenn wir uns auf den Weg begeben, wir haben die Vision jetzt gefunden, wir haben unser Fundament geschaffen, was eben ich zu Anfang eingeführt habe, eben herausgefunden, was ich will, was ist mein Herzensziel, was ist meine Berufung, was möchte ich wirklich in meinem Leben erreichen. Ja, am besten meine Big Five for Life, wie so schön heißt. Was möchte ich wirklich insgesamt in meinem Leben erreichen? Dann geht es natürlich darum, die Zielsetzung durchzuführen und einen Weg zu verfolgen. Und wenn ich ein Ziel erreichen möchte, dann ist natürlich ganz wichtig, auch zu wissen, wo ich stehe, wo ist der Startpunkt überhaupt, von dem ich starte. Ansonsten ist es schwierig, ein Ziel zu erreichen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier bei uns ins schöne Freiburg möchte und ich starte von Hamburg aus, dann muss ich natürlich in den Süden gehen. Würde ich von Basel aus starten, muss ich natürlich in den Norden mich bewegen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch zu wissen, von welchem Punkt, von welchem Standort starte ich. Das muss jetzt natürlich jetzt nicht regional sein, sondern es gibt immer Aspekte. Man vertut sich da relativ schnell. Man hat vielleicht im Kopf zum Beispiel, ich möchte Mount Everest besteigen, ja, habe aber noch gar nicht die Kondition dafür. Es wird also gar nicht helfen, sage ich mal, wenn ich versuchen würde, da schon dieses Ziel anzugehen, sondern ich muss erstmal überhaupt Voraussetzungen schaffen, damit ich vielleicht überhaupt mal dahin komme und vom Fuß des Berges überhaupt starten kann. Ja? Also ganz wichtig, wo stehe ich überhaupt in meinem Leben, wenn ich jetzt das Ziel angehen möchte. Und genauso ist natürlich wichtig, sein Visionsziel ganz klar definiert zu haben. Auch das machen wir im Online-Kurs, dass wir von der Vision zur Zielfindung kommen und zur Zieldefinition ganz Klarheit auch bekommen über das Ziel, damit wir wirklich wissen, wo wir hinwollen. Und eben die Verbindung vom Startpunkt zum Ziel ist letztendlich dann auch unser roter Faden, den wir verfolgen müssen. Ansonsten werden wir wohl unwahrscheinlich dahin kommen, wo wir hinwollen. Und das ist auch gar nicht so einfach, auch diesen roten Faden zu verfolgen. Aber ich brauche den unbedingt, ne, wenn ich erfolgreich meine Ziele erreichen möchte. Weil eben auch Hindernisse auf dem Weg uns begleiten werden. Ja, wir werden Hürden durchleben. Wir werden vielleicht auch mal Wege gehen, Entscheidungen treffen, wo wir in der Sackgasse landen. Wir werden Hindernisse zu bewältigen haben. Vielleicht verlieren wir uns auch mal im Sümpfen, ja, und bleiben mal irgendwo hängen und stecken. Zum Lernen gehören auch zur Weiterentwicklung Höhen und Tiefen dazu. Das heißt, wir werden sowohl Höhen wie Tiefen durchleben und es gilt eben auch darum, dass wir lernen, auch die Tiefen im Leben zu akzeptieren, als normal zu betrachten. Und das hat auch mit persönlichem Wachstum letztendlich auf deinem Weg alles zu tun. Denn wie gehe ich dann mit Einbahnstraßen oder mit Sackgassen auch um? Letztendlich hat mich vielleicht eine Entscheidung dahin geführt, ja, in eine Sackgasse. Aber letztendlich, das spirituelle Leben sagt eigentlich, dass jeder Weg, jede Entscheidung, es gibt kein richtig oder falsch, sondern entweder führt uns eine Entscheidung auf den richtigen Weg oder wenn wir vielleicht einen kleinen Umweg gemacht haben, dient es dazu, etwas zu lernen, was wir vielleicht auf dem Weg noch brauchten. Ja, und das hat eben auch mit dem persönlichen Wachstum auf deinem Weg zu tun. Und der ist immer ganz wichtig. Ohne persönlichen Wachstum wird es nicht funktionieren. Da gehe ich auch noch drauf ein, warum das so ist. Und mit Sicherheit ein ganz wichtiger Aspekt ist immer, wenn ich mich in eine Veränderung bewege, in einen neuen Lebensabschnitt eintrete, vielleicht auch nicht nur ein kleineres Ziel verfolge, sich immer auf die Fahne zu schreiben, wenn es ein Herzensziel ist, dass du nie aufgibst. Egal wie die Umwege sind, egal wie die Hindernisse sind, das ist ganz wichtig, gebe nie auf. Wenn es dein Herzensziel ist, wird es keinen Grund geben, aufzugeben. Es kann höchstens mal eine Möglichkeit geben und Notwendigkeit,
eine Korrektur einzuleiten, wie ich das Ganze angehe oder vielleicht wann auch, was den Zeitpunkt betrifft, weil sich irgendwas in meiner Lebenssituation ergibt, ja, was eben zuerst geregelt werden muss. Aber trotzdem geht es darum, sein Ziel, seinen Wunsch, wenn ich genau weiß, das sind meine Big Five for Life, nicht aufzugeben, konsequent dran zu bleiben. Denn wie gesagt, ganz wichtig, immer geht es um unser Herzensziel. Wenn ich jetzt hier spreche und diese Möglichkeiten oder für und wieder anspreche, dann geht es mir immer um das Herzensziel. Das heißt jetzt nicht, dass wir den Weg auch für andere Ziele gehen können, aber jetzt hier im Webinar geht es mir wirklich auch klar zu machen, dass das Herzensziel das Entscheidende ist, was mich motiviert und von innen auch motiviert, ist ganz wichtig, also intrinsische Motivation, wie so schön heißt. Und das Äußere spreche ich gar nicht an in dem Webinar. Ich gehe zwischendurch mal kurz zur Erklärung drauf ein. Aber für mich ist jetzt der Inhalt des Webinars und auch unser Online-Kurs, der dahinter hängt, den wir kostenfrei anbieten, geht es mir darum, dass, wie heißt eine schöne Überschrift, lebe das Leben, was du liebst. Und das können halt einfach nur Herzensziele sein. Gehen wir auch da mal drauf ein, jetzt mal im Detail, was ich im Vorfeld jetzt schon angesprochen habe. Warum, wieso das einfach so ist. Ja? Also jeder von uns ist sehr stark verstandesgeprägt. Es ist ungefähr so, dass wir 90% analytisch denken und ungefähr 10% emotional. Und genauso ist letztendlich auch beim Eisbergprinzip, ich glaube, ich habe das gleich noch als Folie, dass wir 10% ungefähr bewusst denken, also verstandesmäßig denken. Und 90% unbewusst. Und da steckt eine ganze Menge hinter, da komme ich auch noch drauf zu. Das heißt, es gilt darum, auch sich klar zu machen, möchte ich mich von meinem Verstand beherrschen lassen, von meinem Ego beherrschen zu lassen, oder möchte ich mich von meinem Herzen leiten lassen. Ja, das ist genauso, wie wenn ich jetzt ein Statusziel nehme, kommt das in der Regel aus dem Verstand und nicht aus dem Herzen. Und ich kann für mich entscheiden, oder sollte für mich entscheiden, möchte ich dem Verstandesziel folgen. Oder möchte ich lieber tiefer forschen und mich mit meinen Herzenszielen beschäftigen? Manchmal kann es aber auch zum Zielmanagement, also viele beherrschen das vielleicht teilweise auch noch gar nicht so als Zeit- und Selbst- und Zielmanagement, auch mit einem kleinen Ziel anzufangen. Das empfehle ich zum Beispiel auch in dem Online-Kurs, wenn man zurzeit noch nicht auf dem Berufungsweg ist, dass man sich zumindest ein kleines Ziel schon mal setzt zum Üben, weil das, was ich da gelernt habe, kann ich auf jeden Fall auch für größere Ziele anwenden. Und zu meinen Herzenszielen zu kommen, wenn ich, gerade wenn ich vielleicht auch sehr stark verstandesorientiert bin, geht nur über Selbstliebe und Selbstforschung. Und da wir in der westlichen Welt sehr stark verstandesmäßig unterwegs sind, ist in der Regel auch so, dass du, wenn es um Herzensziele geht, du dir selber im Weg stehen kannst, wenn du dieses Ziel nicht erreichst. Es geht nicht darum zu sagen, wann du es erreichst oder wie du es erreichst, sondern es geht grundsätzlich einfach darum, was hindert mich, weil jeder von uns nimmt sich mal gerade zum Jahreswechsel neue Vorsätze vor, hat vielleicht auch einen Traum, den er verfolgen möchte, aber bricht seine Unternehmung immer wieder ab. Und das hat eben fast ausschließlich immer damit zu tun, zumindest wenn es ein Herzensziel ist, dass du dir selbst im Weg stehst. Woraus das resultiert, kommen wir auch noch zu. Das Eisbergprinzip mit dem bewussten und unbewussten Handeln habe ich schon angesprochen. Das heißt, wenn wir uns im Wege stehen, hat das Großteil auch mit dem unbewussten Handeln zu tun. Weil wenn wir es greifen könnten und bewusst steuern könnten, dann wäre es ja nicht unbewusst. Das heißt, diese inneren Antreiber, die uns zum Beispiel auch dazu führen, ich darf nicht, ich kann nicht, ich muss das und das tun, ja, ich darf mich selber nicht in den Mittelpunkt stellen, wenn wir das Thema Selbstliebe jetzt einfach mal ansprechen. Das heißt also, dass ganz klar ist, dass wir mehr schauen müssen, wo ist mein Herzenswunsch, wo komme ich ins bewusste Handeln und wie kann ich das auch unterstützen. Ich möchte da kurz darauf eingehen, dass so ein bisschen klar wird, warum wir uns selbst im Weg stehen. Weil im Grunde können wir nichts dafür. Ja, das ist zum Großteil genetisch und die Prägung, Erziehung und Erfahrung bestimmt. Und da das entweder mitgegeben ist von Geburt an oder eben durch die Prägung der Kindheit, wo es noch gar nicht beeinflussen kann, wird es aber trotzdem sich bewusst zu machen,
dass wir diese Prägung haben, ja, und diese Konstellation, eben dieses 90% Unbewusste, das ist auch notwendig gewesen, damit wir früher, jetzt fangen wir mit dem ersten Schritt an, als Neandertaler unterwegs waren, mussten, ging es hauptsächlich um die Existenz, ne, um das Überleben zu sichern zu der Zeit. Daraus resultiert auch der sogenannte Flucht-Kampf-Mechanismus, der Stresssituation angesprochen wird. Ne, wenn wir heute in Stress geraten, ist immer noch so, dass der evolutionäre Flucht-Kampf-Mechanismus angetriggert wird. Und der führt automatisch dazu, dass wir Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht tun wollen, weil früher war es eben so reflexartig, mussten wir entweder kämpfen oder vor den Bären flüchten. Und dementsprechend werden bestimmte Funktionen im Gehirn und im Körper insgesamt ganz anders reguliert. Und es hat heute die Auswirkung, dass wir sogenannte Stresskrankheiten haben, wenn wir nicht mit dem Flucht-Kampf-Mechanismus, mit der Stressreaktion bewusst umgehen. Ja, es hat damit zu tun, weil früher haben wir uns nach dem Kampf oder durch das Weglaufen bewegt, ja, oder ausgeruht, entspannt. Und das entfällt heute zusehends in unserem, und sagt heute so schön, heute haben wir nur noch die Bürotiger, ja, und wenn wir einen Bürostress erleben, dann nehmen wir den einfach hin, ohne vielleicht etwas zu tun. Und da wir dann seltenst entspannen anschließend, wenn wir vielleicht einen Konflikt mit einem Kollegen hatten oder einen Streit oder der Chef uns niedergemacht hat, weil wir Fehler gemacht haben oder wir uns selbst niedermachen, weil wir einen Fehler gemacht haben, weil wir uns schuldig fühlen, was auch immer ist. Ja, ist es selten so, dass wir entspannen oder uns bewegen anschließend, um die Stresshormone abzubauen. Und deswegen ist auch mal ganz wichtig, sich mit dem Flugkampfmechanismus, ist jetzt nicht Hauptthema hier in dem Webinar, auch nicht im Online-Kurs, aber es ist wichtig, sich immer bewusst zu machen, dass wir viele Reaktionen gar nicht steuern können. Was wir aber lernen können, immer innerhalb unserer persönlichen Weiterentwicklung, wie gehen wir damit um? Da wir unser Überleben früher sicher mussten, haben wir auch bestimmte Gefühle, Ängste, wie zum Beispiel Ärger, Neid, ja, die sind ganz wichtig gewesen früher, damit wir, wenn die Beute aufgeteilt wurde, auch unseren Essensanteil bekommen haben. Hätten wir uns nicht geärgert, wenn wir zu wenig bekommen hätten, dann hätten wir eben auch nicht darum gekämpft, wenn es uns egal gewesen wäre, dann wären wir im Winter vielleicht verhungert, ja. Und deswegen haben wir bestimmte Gefühle und Ängste in uns, die evolutionär bedingt sind, die ganz normal sind. Hier gilt es auch nur wieder darum, das zu erkennen und anders damit umzugehen. Lass mal kurz unseren den Ausflug ins Neandertaler rein. Ansonsten haben wir die Prägung aus der Kindheit. Ja, also es ist ja grundsätzlich so, dass wir mitbekommen haben, dass wir nicht gut so sind, wie wir sind. Das hat natürlich damit zu tun, dass es nicht bewusst von unseren Eltern getan wird oder von unseren Erziehungspersonen, sondern die selber entsprechend in ihrer Kindheit geprägt wurden. Ja, das heißt, als Baby werden wir noch mit 100% Potenzial geboren, sage ich mal so. Und vieles wird uns dann abtrainiert letztendlich, konditioniert, indem uns gesagt wird, wir sollen uns anpassen, wir sollen uns nicht in den Vordergrund stellen als Beispiel oder wir sollen mehr leisten, ja, wenn wir nicht, uns nicht genug einsetzen oder in der Schule auch nicht so stark uns engagieren. Ich denke, jeder weiß da genug Beispiele aus seiner Kindheit. Also der Perfektionismus, der ist immer sehr stark zu erkennen aus der Kindheit, wenn Kinder sehr ordnungsbeherrschend erzogen wurden, die Eltern auch nicht anders erzogen wurden, das weitergegeben haben. Ne? Es steht daraus der Perfektionismus zum Beispiel. Und solche Prägungen, Erfahrungen kommen da auch noch zu, kann ich später als Erwachsene sehr, sehr schwer ablegen. Ja, weil ich automatisch ein ungutes Gefühl habe, zum Beispiel, wenn ich ein perfektionistischer Mann bin oder Frau, und mal 80 gerade sein lasse, habe ich ständig das ungute Gefühl, dass ich nicht genug getan habe. Ja, ich fühle mich nicht wohl dabei. Und deswegen ist der innere Antrieb immer da, so 100 oder 150%, die ich meine, geben zu müssen, zu geben. Der Punkt ist halt nur, wenn ich das als Erwachsener nie in Frage stelle, dann tue ich natürlich auch nichts daran und entwickle mich auch nicht weiter. Das heißt, ich bleibe in dieser Perfektionismusfalle stecken. Und das können wir jetzt auf zig anderen Eigenschaften, Persönlichkeitstyp, Merkmalen ausdehnen. Das heißt, letztendlich das, was wir evolutionär mit uns bringen, wo wir unbewusst automatisch reagieren, unsere Erfahrungen und Prägungen, die wir mitbekommen haben oder später auch im Erwachsenenalter,
kann natürlich auch genauso sein, zum Beispiel Erfahrung gemacht habe, dass meine Eltern sich getrennt haben, ich dann vielleicht auch eine Trennungsangst mitbekommen habe, die ich dann in meine Partnerschaft übertrage oder vielleicht mich gar nicht binden will. Ja, das sind dann noch so weiterführende Erfahrungen, die mich auch sehr stark beeinflussen, die nichts mit der Kindheitsprägung zu tun hat, aber einfach Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Wenn ich mir einmal den Finger verbrenne, dann kann es durchaus sein, dass ich das zweite oder dritte Mal nicht versuche. Oder wenn ich beim zweiten oder dritten Mal auch nochmal die Finger verbrenne, irgendwann sage, das Leben ist wohl so, dann muss ich mich damit abfinden. Und das eben verkehrt. Überall da, wo wir einfach annehmen, akzeptieren, wie es im Außen sein soll, begeben wir uns praktisch ein selbstgemachtes Gefängnis. Und das ist sehr schade, denn es gilt genau aus dem Gefängnis herauszutreten. Denn gerade da außen, außerhalb der Gefängnismauern, ja, der Grenzen, steckt unsere Freiheit. Ja, als Beispiel mal wieder das Thema, in Übereinstimmung mit sich selbst zu leben. Bei mir ist zum Beispiel im Persönlichkeitstyp der Machertyp sehr stark verankert. Der hat als Eigenschaft auch die Kontrolle ganz klar mit dabei. Das heißt, überall auch die Kontrolle haben zu wollen, ne, auch eher in Aktion zu gehen, als aushalten zu können, wenn etwas nicht so ist, wie man halt gerne möchte. Und dahinter steckt zum Beispiel auch das Thema, nicht verletzt werden zu wollen. Ja, also jeder Mensch, das vielleicht nochmal vorweg, das habe ich vorhin am Anfang gar nicht so stark angesprochen, jeder Mensch strebt nach Liebe und Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis, ein Urbedürfnis, was jeder Mensch von uns hat. Und deswegen ist auch die Auswirkung der Prägung und Erfahrung, die wir machen in der Kindheit, so gravierend. Denn wir tun etwas, uns anzupassen oder mehr zu leisten. Oder vielleicht rebellieren wir auch, weil wir die Aufmerksamkeit von Eltern bekommen wollen. Weil wir sind Liebesentzug, den wir erhalten, wenn wir eben nicht das tun, was die Eltern wollen, nicht aushalten können. Ja? Letztendlich Ablehnung erfahren. Und das steckt in jedem Menschen drin, das steckt noch heute in uns drin, genauso wenn wir im beruflichen Umfeld Erfahrungen machen. Wenn wir uns dem bewusst sind, können wir auch anders damit umgehen. Zum Beispiel ist ganz wichtig, es anzunehmen, akzeptieren zu lernen, dass Ablehnung genauso gut wie Anerkennung zum Leben dazugehört. Ich habe letztens erst gelesen, beziehungsweise Gehirnforschung Video gesehen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass bei Ablehnung das gleiche Gehirnzentrum angesprochen wird, was für Schmerzen verantwortlich ist, für Schmerzempfinden. Das heißt, Ablehnung wird wirklich auch physisch von der Gehirnreaktion, von den Anträgern her, wie Schmerz empfunden. Deswegen ist gar nicht so einfach, damit umgehen zu lernen, Ablehnung zu akzeptieren. Kommen wir nochmal zum Verstand zusammenfassend. Wenn wir uns unsere Prägung, Evolution, Erfahrung und auch meinetwegen das angesammelte Wissen, ja, noch mit reinnehmen, das muss ja auch nicht immer komplett richtig sein oder vielleicht steuert es uns auch in bestimmte Richtungen, blockiert uns manchmal auch eher. Denn Wissen heißt nicht gleich Weisheit. Können wir uns vorstellen wie so ein Kartenhaus. Das heißt, unser Verstand hat sich einiges aufgebaut mit den Jahrzehnten unseres Lebens, angefangen eben von der Evolution, von unseren Genen her, von der Prägung der Kindheit, die Erfahrungen, die wir im Leben machen, das Wissen, was wir uns angeeignet haben. Können wir uns vorstellen, das ist wie ein Kartenhaus. Ja, das passiert rein, was ich jetzt angesprochen habe auf der Verstandesebene. Ja? Und es geht darum, von der Verstandesebene wegzukommen auf die Herzensebene. Ja? Nämlich der Gegenpart, Verstand ist letztendlich unsere Intuition, unser Herz. Und der Verstand, als was analytisch ist, findet in der linken Gehirnhälfte statt und unsere kreative, emotionale Seite in der rechten Gehirnhälfte. Und auch da sagt die Forschung, dass in der westlichen Welt ungefähr 90% eher mit verstandesorientiert, analytisch orientiert sind und unsere emotionale Seite fast verkümmert. Und das ist wirklich sehr schade, denn da steckt unser wirkliches Potenzial. Was passiert jetzt? Es gilt natürlich erstmal, die Weisheit des Herzens zu entdecken, Zugang zu bekommen,
Dazu muss ich eben mehr aus dem Unbewussten heraus. Ja? Denn unser Verstand suggeriert uns jetzt, wenn wir an dieses Kartenhaus heran wollen, zum Beispiel indem wir etwas loslassen wollen, etwas verändern wollen, dass es ihm ein Gefühl vermittelt, als würden wir eine Karte aus dem Kartenhaus herausziehen wollen. Und was passiert letztendlich? Was hat das? Hat der Verstand da als Ängste dahinter, dass das Ganze wie ein Kartenhaus zusammenbrechen kann? Das heißt, immer dann, wenn wir etwas verändern wollen von dem, was wir verstandesmäßig angesammelt haben, was unser Ego jetzt auf der Seite ausmacht, vermittelt uns das Ego immer das Gefühl, dass jetzt etwas Ungutes passiert. Vielleicht entstehen sogar irrationale Ängste dabei. Ja? Zum Beispiel das Thema Ablehnung. Ja, wenn ich so, mich so gebe, wie ich bin, wenn ich authentisch sein will, erfahre ich vielleicht Ablehnung, weil die Menschen mich gar nicht so kennen, dass ich mal zu meiner Meinung stehe oder zu meinem Wesen, wie ich bin. Und dann passiert natürlich Ablehnung, automatisch. Ja? Ne? Oder muss nicht, aber in der Regel ist es so, dass ein Großteil der Menschen mich ablehnen wird, wenn ich auf einmal mich anders verhalte, andere Wege gehen. Ne? Das erkennt man immer daran, dass man oft halt Freunde verliert, wenn man andere Wege geht. Auf der anderen Seite ergeben sich aber auch wieder neue Freunde. Ja, weil alte Freunde in ihren alten Mustern gefangen sind und vielleicht gar nicht nachvollziehen können oder wollen, dass wir andere Wege gehen. Gut, es gilt also darum, dass für mich so die wichtige Erkenntnis, die mitzunehmen gilt, dass ungute Gefühle und irrationale Ängste, also irrational deswegen, weil die eben gar nicht rational sind, die verstehen, kommen nur aus den Gedanken. Gedanke erzeugt das Gefühl, ja, dass wir es trotzdem tun müssen. Auch wenn dieses ungute Gefühl und diese Angst da ist. Das kann ich natürlich besser, wenn ich ein Stück weit auch herausziehe, mir klar mache, ich bin nicht der Gedanke, sondern ich habe die Gedanken. Oder ich bin nicht das Gefühl des Ärgers oder der Verlustangst vielleicht sogar, sondern ich habe dieses Gefühl. Und dass es von dem Verstand suggeriert wird. Ja, in dem Moment, wo wir etwas verändern wollen. Ja, wir können das auch mal schön übertragen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und tut sich immer schwer bei Veränderung und Loslassen. Wenn uns aber bewusst wird, dass wir hier gar nicht die Karte aus dem Kartenhaus ziehen, sondern es einfach darum geht, dass wir Schritt für Schritt eins nach dem anderen lösen wollen. Ne? Da geht es letztendlich um negative Überzeugungen aus der Prägung, die in uns verankert ist, Schritt für Schritt aufzuräumen, loszulassen. Und das können wir uns wieder vorstellen wie ein Mikado-Spiel. Da würde ich ja auch nicht irgendwo mittendrin einen Stift ziehen, sondern ich würde den Stift ziehen, der sich am leichtesten lösen lässt. Ja, und das kann ich auch nur auf den Weg geben. Da machen wir auch eine Übung im Online-Kurs. Einfach mal zu gucken, wo stecke meine negativen Überzeugungen. Manchmal ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen, weil sie mir gar nicht bewusst sind. Ja, vieles ist so stark im Unbewussten verankert, dass ich da verstandesmäßig gar nicht drankomme. Und da helfen natürlich dann Achtsamkeitsübungen wie auch die Meditation, wo ich dann einfach meinen Zugang zu meiner Intuition, zum Herzen habe, weil die, mein Herz, meine Intuition sagt mir dann schon, wo das Problem ist. Und ich kann die negativen Überzeugungen auch nicht rein auf Verstandesebene bearbeiten. Erkenntnis hilft, ja, wenn ich mir bewusst mache, das ist eine irrationale Angst aus der Kindheit und beschließe mich anders zu verhalten, kann ich das schon. Aber bei den meisten Menschen ist es nicht so, dass sie so einfach an die Überzeugung drankommen. Es sind leichtere machbar, aber an den tiefer gehenden, die auch stark unseren Persönlichkeitstyp, wie das Beispiel wieder Perfektionismus oder Machertyp, die ich benannt habe, da ist nicht so einfach dran zu kommen. Man sagt eigentlich, es gibt so eine Pyramide nach Dills, dass wenn wir es auf der Fähigkeit, Verhaltensebene das verändern, dann dauert es 3 bis 6 Monate. Wenn es wirklich unsere Persönlichkeit mit unserer Identität zu tun hat, mit unseren Glaubenssätzen und Werten, dann kann das bis zu 2 Jahre dauern, bis ich mich an dieser Stelle weiterentwickelt habe und geschafft habe, mich zu lösen. Muss nicht sein, ja, aber kann. Es gilt also darum, Schritt für Schritt diese alten Pellen, sage ich mal, die wir nur mit uns rumtragen, abzuschälen und letztendlich ein neugeborener Mensch zu werden, wenn wir es einfach mal so betrachten. Okay, wenn wir nochmal zurückkommen auf die Themen, was will ich wirklich,
Zugang zu meinem Herzen bekommen, die Selbstliebe für mich zu entdecken, die Selbstforschung zu betreiben, meine Berufung zu finden und meine Überzeugung zu lösen, dann schaffe ich wirklich das Fundament, was ich benötige, um wirklich ganz selbstbewusst meinen Weg zu meinem Ziel, zu meiner Berufung zu gehen. Ohne dieses Fundament geht es nicht. Ich kann doch nicht oben am Ziel anfangen, sondern ich muss wirklich von der Standortbestimmung aus starten. Und zum Standort geht eben auch darum, zu gucken, wo stehe ich in meinem Leben auf meiner persönlichen Entwicklungsstand zurzeit. Weil der entscheidet sehr stark, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, ob ich mein Ziel erreiche, ob ich die Hindernisse überwinde oder auch nicht. Also es geht den Zugang zum Herzen zu bekommen, herauszufinden, wer du im Inneren wirklich bist. Ganz wichtig, was du aus dem Herzen wirklich willst und dich selbst in den Mittelpunkt mit deiner Selbstliebe stellen, dich selbst anzunehmen, wie du bist. Und das ist für mich das Fundament, was ich brauche, um meine Berufung zu leben, meinen Weg zu gehen, das Leben zu leben, was ich liebe. Wir werden im Online-Kurs auch mit dem Fundament arbeiten. Wer ja auch tiefer einsteigen möchte, dazu habe ich halt einen gesonderten Kurs. Das ist der Online-Kurs eine Verabredung mit dir. Der geht wirklich tiefer, da arbeiten wir mit der Achtsamkeit, um wirklich herauszufinden, wer du wirklich bist und was du willst. In dem Online-Kurs, dem kostenfreien Online-Kurs jetzt für Lebe, das du liebst, ist es eher ein Zeit-Selbstmanagement. Ja, wenn wir ein Ziel für uns erarbeiten und das auch umsetzen wollen. Da gehen wir so stark an die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann dich eigentlich nur einladen zu schauen, was sind deine Lebensziele, die herauszuarbeiten. Und ganz wichtig ist, dass du jeden Tag die Wahl hast, die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Weil, wie gesagt, du kannst nur dir selber im Weg stehen, wenn es um deine Herzensziele geht. Und du entscheidest darüber, ob du in dem alten Raster drin bleibst in deinem selbstgesteckten Gefängnis oder ob du den Weg nach draußen gehst. Denn die Gefängnistür steht offen. Es gibt keinen Grund für uns, für jeden von uns, den Weg nicht zu gehen. Es gibt natürlich Menschen, die vielleicht auch als Kind missbraucht worden sind, wo der Weg mit Sicherheit gravierender ist, auch bestimmte Muster und Themen zu lösen. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil wir machen ja hier keine therapeutische Arbeit. Ich gehe immer davon aus, dass wir hier eher mit den Themen arbeiten, die ganz normal persönlichkeitsbedingt sind. Also du hast die Chance, jederzeit deine Freiheit zu finden. Es ist deine Entscheidung, es ist deine Wahl. Vom Andrew Matthews gibt ein sehr schönes Buch, Tue, was dir am Herzen liegt. Und der hat auch einen sehr schönen Spruch, den ich sehr passend finde dazu. Du bist nicht auf der Welt, um die Welt zu verändern, sondern du bist hier, um dich selbst zu verändern. Denn meine Wünsche erreiche ich dann, wenn ich mir selber nicht mehr im Wege stehe. Das kann ich nur über persönliche Weiterentwicklung erreichen. Mit den Punkten, die ich angesprochen habe. Wie kann ich dir jetzt nun helfen? Das ist natürlich auch ganz wichtig. Wir haben hier, wie gesagt, den Online-Kurs Liebe, was du liebst. Inklusive ist da eine geschützte Facebook-Gruppe. Und der Kurs ist jetzt auch gestern offiziell schon gestartet. Der Eintrag ist auf der Startseite dazu. Und natürlich kann sich noch jetzt halt angemeldet werden, weil es halt ein laufender Online-Kurs ist. Ich werde zwar die Lektionen Woche für Woche freischalten. Es wird über 10 Wochen laufen. Und da bekommst du eben jede Woche eine Lektion, um Schritt für Schritt von dem Startpunkt, den ich angesprochen habe, das Fundament zu bauen, über die Vision, die Zielfindung zu laufen und dann eben Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Motivation aufrechtzuerhalten, die Resonanz, da komme ich gleich noch drauf, entsprechend in Schwingung zu bringen und dann ein Ziel zu erreichen. Das machen wir in dem Online-Kurs auf einer recht einfachen Ebene. Der enthält Audios und Arbeitsplätze, mit dem ich dann Woche für Woche arbeiten kann. Wer schneller vorwärts kommen möchte, kann auch gerne mich ansprechen als Teilnehmer, dass ich das dann auch ja schon freischalte. Das ist kein Thema. Und dann im eigenen Rhythmus zu arbeiten. Ansonsten, wie gesagt, gibt es jede Woche eine Lektion. So, ansonsten biete ich noch an kostenpflichtigen Programmen.
zu deinem Online-Kurs lieber, was du liebst, oder auch eben auch zu meiner kostenpflichtigen Woche eine Verabredung zu dir, mit dir, sorry, biete ich halt noch ein begleitendes Coaching an. Hier findet zweimal monatlich ein Gruppencoaching statt. Dazu findest du den Link auch bei mir auf der Startseite. Du kannst dich dort anmelden. Oder eben habe ich für meine Kurse oder Kursteilnehmer auch gesonderte Coaching-Angebote, die rabattiert sind, und zwar Einzel- und Coaching-Pakete. Ansonsten gilt eben für Nicht-Teilnehmer mein normales Coaching-Paket. Wer da Interesse hat, in irgendeiner Form, jetzt nicht über den kostenfreien Online-Kurs zu starten, sondern vielleicht auch die kostenpflichtigen zu buchen, kann mich auch gerne im persönlichen Gespräch einmal ansprechen. Oder nehmen einfach am Online-Kurs teil. Im persönlichen Gespräch geht es eigentlich darum zu klären, was wäre jetzt der sinnvolle nächste Schritt für dich. Ne? Ob du jetzt mit dem Online-Kurs klarkommst oder Coaching-Unterstützung notwendig ist. Steht natürlich frei, erstmal den Online-Kurs zu besuchen und dann auf dem Weg zu entscheiden. Es ist auch natürlich auch jederzeit möglich zu sagen, oh, an der Stelle komme ich nicht weiter, zum Beispiel bei den auflösenden negativen Überzeugungen. Dann auch einfach vielleicht ein Coaching dazu zu buchen, um ein bestimmtes Problem zu lösen, wo ich selber nicht weiterkomme. Ist ganz normal, dafür macht man halt Coaching, dass man Themen löst, wo man selber vielleicht blinde Flecken hat oder einfach nicht schafft, dran zu gehen. Ne, bei den Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die ich schon angesprochen habe, die sehr stark mit der Persönlichkeit verankert sind, mit der Identität, ist das auch kein einfaches Unterfangen. Aber manchen ist sogar therapeutische Arbeit notwendig, um das zu lösen oder eben auch andere Wege zu gehen. Es gibt immer alternative Wege, Themen zu lösen. Es muss nicht Coaching oder Therapie sein, es gibt auch andere Methoden. Zum Beispiel auf der energetischen Ebene, wo man arbeiten kann. Und grundsätzlich ist es so, dass ich auf Körperarbeit auch was bewegen kann, was sich dann im Geist löst oder umgekehrt. Ja, deswegen sind auch Körpertherapie-Angebote auch ganz, manchmal ganz interessant, auch so Themen wie Reiki, was auch immer. Ich beschäftige mich mit diesen energetischen Themen nicht ganz so stark. Dafür gibt es andere Spezialisten. Ansonsten habe ich noch den Online-Kurs Liebe, was du liebst, biete ich auch jetzt neu als Zwei-Tages-Workshop-Wochenende an, dass man diesen Kurs hier in Mülheim-Baden buchen kann. Und dann, dass ihr praktisch in einem Wochenende das Ganze gemeinsam erarbeitet, du natürlich dann auch das Gruppencoaching in den 2 Tagen erhältst. Also ich kann dich nur einladen, ein kostenfreies Gespräch in Anspruch zu nehmen. Ich denke, jeder von uns hat immer ein Ziel, was er erreichen möchte und auch Themen, die er lösen möchte. Und auch wenn ich ein Thema lösen möchte, steckt dahinter ja auch ein Ziel, was ich erreichen möchte, eine Veränderung, die ich erreichen möchte. Und ich lade dich einfach ein, probier es einfach mit dem Online-Kurs aus. Er ist kostenfrei. Du kannst geschützt für dich selber arbeiten. Du kannst dir den Austausch suchen, wenn du möchtest. Oder auch in der Facebook-Gruppe Fragen stellen, die ich dann beantworte. Und wie gesagt, begebe dich einfach auf deinen Weg, kann ich dich nur einladen. Der Online-Kurs ist auf jeden Fall richtig für dich, wenn du einen Traum, Wunsch oder Ziel der Tat umsetzen möchtest. Und da ist egal, wie groß oder klein dein Ziel ist, weil, wie gesagt, es übt auch, wenn du mit dem kleinen Ziel beginnst, weil es ist so viel Input und so viel Hilfestellung in dem Online-Kurs drin, dass du wirklich Themen für dich löst. Ne? Von der Selbstliebe angefangen, vom Zugang, Intuition und Herz bis wirklich zum Zielmanagement und wie gehe ich mit Hindernissen um und wie kann ich mich motivieren, wie stelle ich Resonanz her. Hast du schon so viel an Input von mir kostenfrei zur Verfügung, dass es eigentlich sehr merkwürdig wäre, wenn du kleinere Ziele damit nicht den eigenen Selbstcoaching praktisch erreichst. Also wenn du aktiv irgendeine Veränderung, einen Erfolg erreichen möchtest, ist der Online-Kurs für dich richtig. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, um auch zukünftig deine Ziele zu erreichen und den Herausforderungen gewachsen zu sein. Kommen noch kurz zum Thema der Resonanz. Da gehe ich nicht so stark drauf ein, aber zumindest soweit, weil das schon ein umfangreiches Thema ist, aber wir haben es ja im Online-Kurs dann. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass ich, wenn ich im Erfahrung im Außen mache, Situationen in meinem Leben ziehe, das immer mit meinem inneren Selbst zu tun hat. Ja, sei es mit meiner Prägung, ne, zum Beispiel
Nehmen wir von vorhin das Beispiel mit der Trennungsangst. Wenn ich immer in einer Angst lebe, dass mein Partner sich von mir trennen kann, weil ich das selber bei meinen Eltern vielleicht erlebt habe und diese Trennungsangst in mir steckt, dann kann es durchaus sein, dass durch meine Angst es eben ausgelöst wird, dass mein Partner sich von mir trennt. Ja? Das ist nicht ungewöhnlich, umgekehrt genauso, dass sie bestimmte Eigenschaften eines Partners anziehen, hat oft sehr mit dem zu tun, was bei mir im Innern los ist. Ja? Wie meine Prägung innern mit meinen Überzeugungen und so weiter aussieht. Und deswegen ist ganz wichtig, wenn du auch deine Situation im Außen ändern möchtest, erst bei dir selber hinzuschauen. Das hat nichts mit dem im Außen zu tun. Es hat nur immer mit dir selbst, mit deinem Innern zu tun. Das Einzige, was für mich immer ganz wichtig ist, zu gucken, mit welchen Menschen umgibst du dich. Weil das kann ich jederzeit entscheiden, ohne jetzt an mir selbst zu arbeiten. Ja? Denn wenn ich mich mit, sag ich mal einfach als Beispiel, negativen Menschen umgebe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn auf mir vieles negativ im Leben passiert. Ja, weil ich übernehme selber dann auch automatisch, es gibt hier Spiegelneuronen auch, automatisch bestimmte negative Elemente in meiner Persönlichkeit selbst, ja, und ziehe dementsprechend natürlich auch wieder Situationen an. Ja. Oder eben andersrum, wenn ich bestimmte Menschen anziehe, die mit mir nicht gut umgehen, kann das zum Beispiel auch mit meinem Selbstwert zu tun haben. Wenn ich mir sage, ich bin nichts wert, ne, die anderen können mich rumstoßen und rumkommandieren, dann ziehe ich auch solche Menschen an, die mich rumkommandieren, ja, und die mir sagen, dass ich nichts wert bin. Und wenn ich mir das einmal bewusst mache, dass ich eigentlich der Entscheider in meinem Leben bin und auch jede Situation verändern kann, indem ich an meine Themen drangehe und meine Überzeugung da löse, mich auch in das richtige Umfeld, dann habe ich auch ganz kleine Hand, was ich als Resonanz herstelle in meinem Leben. Und wenn du deiner Berufung folgen willst, dann kann ich dir eigentlich nur sagen, umgib dich mit Menschen, die dich positiv unterstützen. Weil das ist der beste und leichteste Weg. Vielleicht auch ein Vorbild, vielleicht hast du auch die Chance sogar, ja, jemand in deinem Umfeld zu haben, der dir als Vorbild, als Mentor dient. Das wäre natürlich ideal. Und es gilt sich ganz klar von Menschen zu trennen, soweit das möglich ist, ne? Oder eben seinem Partner bei seinem Partner Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich trenne mich natürlich nicht von meinem Partner, nur weil ich ein neues Ziel erreichen möchte, sondern ich versuche ihn natürlich mit einzuvernehmen, dass wir gemeinsam dann an diesem Ziel arbeiten. Weil es geht ja schon nicht nur egoistisch, Selbstliebe ist wichtig, aber es geht um gesunden Egoismus und nicht um einen krankhaften Egoismus, wenn wir hier über Selbstliebe sprechen. Das heißt, sorge für dich als positive Unterstützung mit deinem Umfeld, zum einen, die dich positiv motivieren oder vielleicht auch als Mentor oder als Vorbild dienen können. Am einfachsten ist, sich mit Menschen zu umgeben, die selber schon das Ziel erreicht haben, was du anstrebst. Dann kannst du auch von deren Erfahrung profitieren. Also kann ich dir nur einladen, es hilft nichts jetzt so nach diesem typischen Thema nichts sehen, nichts hören, nichts sagen zu verfahren, weil dann bleibst du in deinem alten Mustern gefangen, bleibst in deinem Gefängnis verfangen. Das ist also nicht der Weg, den ich unterstütze. Das ist für mich immer das Thema, in der Opferrolle zu verbleiben, nicht in die Eigenverantwortung zu kommen, nicht selber Verantwortung für das Handeln und für seine Ziele zu übernehmen. Da bin ich auch mit Sicherheit nicht der richtige Coach, weil mir das absolut widerstrebt. Ja, in eine Opferrolle zu verharren. Solchen Menschen kann man auch nicht helfen. Ja, da kann kein Therapeut helfen, kein Coach, das sagt man auch so schön, der ist Coaching oder therapieresistent. Wer sich nicht verändern will, auch nicht die Eigenverantwortung für die Veränderung übernehmen will, dem kann keiner helfen. Ja, das sollte einem ganz klar sein, die Veränderung beginnt bei mir selbst. Das heißt, hinschauen, hineinfühlen und dein Herzensziel zu entdecken. Und nochmal ganz wichtig als Erinnerung, gib niemals auf. Wenn du sicher bist, es ist dein Herzensziel, das kannst du immer wieder prüfen, indem du einfach in dein Herz hineinfühlst. Ja, manchen Menschen fällt es am Anfang übrigens schwer, ja, weil sie das Körpergefühl für sich selbst verloren haben. Aber da dienen zum Beispiel Achtsamkeitsübungen, die ich angesprochen habe, die wir in einem anderen Kurs machen. Gib also niemals auf, egal wie schwer der Weg ist. Wir haben vorhin die Start-Ziel-Position besprochen, dass Hindernisse dazugehören.
Und es ist ganz wichtig, dass du dich selbst dort motivierst. Und wenn es dein Herzensziel ist, dann wirst du auch so eine Begeisterung in dir tragen, dann wirst du auch nicht aufgeben. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Du wirst vielleicht Umwege gehen, wirst vielleicht mal, vielleicht auch mal Pause einlegen, ne, um Kraft zu tanken. Das kann alles sein, aber du wirst nicht aufgeben. Und für mich ist immer ganz wichtig, stehe immer zu dir selbst. Hör nicht darauf, was andere dir sagen, was du tun oder lassen sollst, sondern höre immer auf dein Herz, entscheide von innen heraus, aus deinem Handeln heraus und lass dir nicht von anderen sagen, was richtig oder falsch ist. Weil auch die anderen Menschen in deinem Umfeld haben ihre Prägung, ihr Gefängnis. Wenn du dir das bewusst machst, dann fällst du auch so schnell nicht darauf hinein. Und ich kann dich eigentlich nur einladen, glaube an dich selbst. Du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Denn diese Resonanz im Negativen, die ich vorhin angesprochen habe, ergibt sich automatisch im Positiven. Wenn du das beherzigst, diese 10 Schritte, die ich dir von dem Online-Kurs her an die Hand gebe, baust du automatisch die positive Resonanz auf, dass das Leben dich anfängt zu tragen. Das kannst du dir vorstellen. Wenn du im Leben kämpfst, verstandesmäßig orientiert bist, wirst du eher einen Bus vor dir herschieben. Wenn du anfängst, dir selbst zu vertrauen, in Selbstliebe, in Eigenverantwortung, von innen heraus deinem Herzensziel zu folgen, dann wirst du in dem Bus sitzen und gefahren werden. Und das wird sich zeigen. Das kann ich dir wirklich aus Erfahrung und auch von vielen anderen Experten werden es dir sagen, ans Herz legen. Du wirst Menschen begegnen, die dich unterstützen. Das passiert automatisch auf dem Weg. Ja, ich habe so viele tolle neue Freunde gefunden, seit ich Debit Out vor knapp 5 Jahren hinter mir habe und einen neuen Weg gegangen bin. Es kamen Menschen auf mich zu. Ich habe heute zu 50% einen ganz anderen Freundeskreis. Und es ist einfach eine unheimlich schöne Zeit, die ich in den Jahren erlebt habe. Ich fühle mich genau auf dem Weg, wo ich sein möchte. Und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, auch an die Themen dran zu gehen, die mir erstmal ungute Gefühle und Ängste bereiten. Ich werde auch jetzt demnächst einen Podcast dazu starten mit kleinen Sessions, um da auch noch weitere Übungen und Erkenntnisse zu bekommen, die dann über den Online-Kurs hinausgehen. Sorg also dafür, dass jeder Tag der beste deines Lebens wird. Und denk auch dran, du bist einzigartig, du bist ein Mensch, der es verdient hat, das genau zu erreichen, deine Berufung zu leben. Und vor allem, wenn du deine Berufung lebst, erkennst du es auch daran, dass du eigentlich gar nichts anderes mehr tun möchtest. Ja? Und vor allem trennst du dann auch, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, nicht mehr zwischen Arbeit und Freizeit, sondern es gehört einfach zu deinem Leben, zu deinem inneren Wesen dazu. Ja, du lebst deine Berufung letztendlich. Die kommt ja aus dem Innern heraus, nicht aus dem Außen. Was ich dir noch mitgeben möchte, du hast zwei Möglichkeiten, das Leben zu leben, was du liebst. Wir haben bisher immer über den unteren Punkt gesprochen, deine Berufung zu leben, dich auf den Weg zu begeben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, wenn du nichts verändern möchtest, deine Einstellung zum jetzigen Leben zu verändern. Und das hat auch mit diesem ersten Part zu tun, mit dem Fundament zu schaffen, dass eher der Online-Kurs eine Verabredung mit dir der richtige, weil da gewinnst du vieles für dich selbst, bei dir anzukommen und dann auch zu überprüfen, auch zu einer positiven Lebenseinstellung zu kommen. Wir müssen nicht immer Neues probieren, vielleicht ist auch wirklich nicht, vielleicht lebe ich sogar meine Berufung, wer weiß, vielleicht gehe ich nur mit meinem Denken, vielleicht habe ich ein Negativdenken, ja, oder mit persönlichen Eigenschaften ungünstig damit um. Und dann gilt es einfach nur den ersten Punkt zu beherzigen. Also ganz wichtig, die Erkenntnis sollte hier gekommen sein. Du kannst dir nur selbst im Weg stehen. Achte also darauf, was du anziehst, wo du Resonanz im Positiven oder Negativen herstellst, bewusst oder unbewusst, muss ja nicht bewusst sein, wir sind ja nicht schuld, sagt, darum geht es hier nicht, Schuld oder Unschuld, sondern es geht einfach darum, um Bewusstmachung. Und wir sind selbstverantwortlich, egal welche positiven, negativen Dinge wir anziehen.
Auch deine Gedanken und Gefühle werden durch dein entsprechendes bewusstes oder unbewusstes Handeln bestimmt. Ja, es kommt immer erst die Situation, zumindest wenn ich mit Autopiloten unterwegs bin, kommt die Situation dazu, entstehen Gedanken und Gefühle und dann mein Verhalten daraus. Ja? Und die Gedanken und Gefühle und mein Verhalten kann ich bewusst steuern. Ich muss nicht reaktiv auf eine Situation eingehen. Ich kann mich immer für das bewusste Handeln entscheiden. Dazu muss ich mir aber auch selbst bewusst sein und Zugang am besten aus dem Verstand heraus zu meinem Herzen und meiner Intuition zu haben. Dann wird es letztendlich eh ein Automatismus, dass ich mich von meinen Gedanken und Gefühlen nicht einfach steuern lasse, sondern dass ich mein Ego beherrsche, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ist auch ganz wichtig zu wissen, da gehe ich jetzt nicht mehr stark drauf ein, sonst sind wir schon mit der Stunde am Ende, dass was wir in unserem Leben als wichtig, richtig oder falsch betrachten, es immer subjektiv ist. So wie wir geprägt sind, ja, zum Beispiel, wenn ich ein sehr ordnungsliebender Mensch bin, dann ist das für mich richtig und derjenige, der nicht ordnungsliebend ist, ist für mich falsch. Ich will gerade in der Partnerschaft versuche ich ihn dann zu verändern, als Beispiel mal, ja. Und dann mach dir bewusst, dass du immer in einer subjektiven Wahrheit, in deiner Wahrheit lebst und die für den anderen nicht zutreffen muss. Ja? Also eher wahrscheinlich, dass der andere eine andere Wahrheit lebt. Außer du hast einen Partner, der auch sehr ordnungsliebend ist an dem Punkt. Es geht also darum, was du als richtig und falsch bewertest und das auch mal in Frage zu stellen. Okay, lebe, was du liebst. Was ist dafür notwendig? Nochmal zusammenfassend, du brauchst das Gespür für dich selbst, du brauchst den Zugang zu deinem Herzen, zu deiner Intuition. Du brauchst es, dir selbst zu vertrauen, ehrlich dir selbst gegenüber zu sein und in Übereinstimmung mit dir selbst zu handeln. Letztendlich ist es nichts anderes, als dass ich mich selbst besser kennen und lieben lerne und mich auch akzeptieren lerne mit meinen Stärken und Schwächen, so wie ich bin. Denn erst wenn ich annehme, wie ich bin, kann ich auch verändern und loslassen. Ja, bevor ich einen Ball nicht aufgehoben habe, kann ich ihn auch nicht fallen lassen. Und deswegen ist beim Loslassen, beim Verändern ganz wichtig, es erstmal anzunehmen, dass ich so bin. Ne? Sich nicht zu verleugnen, ne? Anteile zu verleugnen, das hilft nichts. Ja, dann verdränge ich ja nur, sondern anzunehmen, meinetwegen, ich bin perfektionistisch und dazu entscheiden, ich möchte zukünftig einfach nur 80%. Ja, statt 150% oder vielleicht 100%. Entscheide selber, je nach Eigenschaft, wie viel du da positiv zukünftig für dich anstrebst. Und die glücklichste Art für mich zu leben ist einfach, das Leben zu lieben. Ja, und das kann ich am einfachsten, wenn ich es ganz bewusst hier in der Gegenwart, wenn ich mich nicht zu sehr mit Vergangenem aufhalte, was in der Vergangenheit geschehen ist. Auch ganz wichtig, wenn wir hier mit Ziel, Vision arbeiten, auch dann, wenn ich das Ziel gesetzt habe, gefunden habe, auch loszulassen, nicht krampfhaft jetzt dem zuzustreben, sondern sich locker und leicht auf den Weg zu begeben. Denn der Weg ist das Ziel, ne, wie das so schön heißt. Also folge deinem Herzen. Das Leben ergibt einen Sinn und Begeisterung entsteht, wenn du das lebst, was dein Herz sagt. Erst dann wirst du glücklich sein. Denn Glück entsteht im Innern, nicht im Außen. Und der Kurs, den ich hier anbiete, der kostenfreie Online-Kurs, ist für mich eine Einladung an dich, deinem Herzen zu folgen. Mit dem Kurs wirst du ein Fundament schaffen, der dir den festen Boden unter den Füßen gibt, damit du unterwegs nicht ins Wanken kommst und scheiterst. Und dieses Fundament bist du selbst, das kannst du im Außen nicht finden. Was du bekommst in dem Online-Kurs, in dem kostenfreien, wie du dir Klarheit verschaffst, wo du gerade stehst, wie du herausfindest, was deine Leitlinien im Leben sind, dein Kompass, der dir Orientierung gibt, wie du deinen Selbstwert steigerst und lernst, auf deine Bedürfnisse zu achten, wie du Zugang zu deiner Intuition erhältst, wie du deine Vision festigst und deine Ziele findest, wie du Ziele so definierst, dass du sie auch verfolgst und erreichst, wie du zum Hürdenläufer wirst und jedes Hindernis meisterst, wie du dich selbst motivierst und begeistert auf deinem Weg bleibst, wie du in dein Leben ziehst, was du liebst, über das Gesetz der Resonanz und deine negativen Überzeugungen löst.
Ich habe das hier nochmal in einer Pyramide dargestellt. Es geht also darum, das Fundament zu schaffen, die Selbstliebe, die Selbstforschung zu betreiben, die Einzigartigkeit zu entdecken, das, was ich besonders gut kann. Dann gilt es eben, die Begeisterung, Motivation und die Werte dazu zu überprüfen und entsprechend auch das Fundament zu bauen. Die Vision und Zielklarheit ist notwendig, die negative Überzeugung zu wandeln. Nutze deine Ressourcen und deine Stärken, die du in dir hast. Entdecke auch, was du viel mehr in dir hast, was du heute gar nicht weißt. Und dann geh es in das bewusste Handeln und Tun. Und wenn du diesen Weg gehst, mit der Speerspitze, dann stellst du die Resonanz her, die notwendig ist, damit du das in dein Leben ziehst, was du auch leben willst. Lade dich gleich ein, egal ob mit meinem Online-Kurs oder ohne. Beginne ab sofort dein Leben zu leben, was du liebst, und ich wünsche dir dabei viel Erfolg auf deinem Weg. Dann bin ich zum Ende. Könnt gerne jetzt noch Fragen stellen, wenn ich euch noch Fragen beantworten darf. Auch wenn ich hier schon überzogen habe, bin ich gern noch da für euch, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt. Dann stellt die Frage einfach in den Chat, wenn es unklar geworden ist. Oder ich lade eben ein, an dem Kurs teilzunehmen und dann deine Fragen dazu in Facebook auch zu posten, in der Gruppe. Du kriegst automatisch von mir nochmal eine Mail, auch mit der Aufzeichnung, auch nochmal mit den Möglichkeiten, die ich dir anbiete, mit den Links dazu, damit du direkt drauf kommst. Wenn es für dich was ist, wirst du morgen auf jeden Fall alles gemeinsam mit der Aufzeichnung, mit dem Link erhalten. Und dann kannst du auch nochmal in Ruhe das eine oder andere dir anschauen, wenn du möchtest. Also wenn du in den Chat Fragen stellen möchtest, dann mach das gerne jetzt noch kurz. Es kommt auch nur bei mir an. Wird auch der Name nicht öffentlich. Ich habe es so eingestellt. Das heißt, wenn eine Frage ist, kannst du die gerne hier reinstellen oder schreib mir einfach eine Mail. Auf meiner Homepage findest du den Kontaktlink. Wenn du nämlich persönlich Fragen hast oder auch das kostenfreie Gespräch ist unter der Rubrik Arbeite mit mir kostenfrei zu buchen, kannst du auch gerne das kostenfreie Gespräch in Anspruch nehmen. Egal, ob du mit mir zusammen was machst oder woanders Unterstützung findest, ich kann dir auf jeden Fall Tipps auf deinem Weg geben, die dir helfen werden. Okay, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann kommen wir einfach zum Ende. Dann bedanke ich mich recht herzlich und ich wünsche euch, wie gesagt, viel Erfolg auf eurem Weg und viel Glück dabei, dass du das findest, was du liebst. Es ist wundervoll. Und lebenswert, deswegen kann ich dich nur einladen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich, von dem einen oder anderen zu hören.